Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und vor allem liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einem Konzert hier bei uns in der Christuskirche. Leere Christuskirche. Sie wissen warum, aber wir sind glücklich, dass Sie da sind, lieber Laux. Was fasziniert Sie an unserer Orgel? Ist sie überhaupt gemacht dafür, so ein Konzert hier durchzuführen? Diese Orgel ist wunderbar geeignet, denn sie hat wunderbare orchestrale Möglichkeiten, denn wir wollen ja auch ein Orchesterwerk von Beethoven auf der Orgel spielen, was ein großes Experiment ist. Geht das überhaupt? Aber es heißt ja, die Orgel ist das Orchester. Und deshalb haben wir gesagt, wir wagen dieses Experiment. Und heute sind wir glücklich, dass wir Sie hier haben. Und organisiert hat es Barbara Dünne, unsere Kantorin. Eigentlich ist es ja jetzt das Jahr von Beethoven und wir fanden es so traurig, dass alles ausfällt. Und deshalb haben wir gedacht, kriegen wir es nicht irgendwie hin? Wir machen ja gerne das Unmögliche möglich. Genießen wir Herrn Professor Laux an unserer neuen Winterhalterorgel. Ich beginne mit Präludium und Fuge Es-Dur aus dem dritten Teil der Klavierübung von Johann Sebastian Bach. Klavierübung deshalb, weil Bach begann zwei Teile für das Cembalo. Der dritte Teil beginnt mit Präludium Es-Dur pro organo pleno für die große Kirchenorgel mit drei oder zwei Manualen und vor allem Pedal. Man könnte auch interpretieren für die volle Orgel, für das norddeutsche Orgelplenum, aber das ist nicht meine Interpretation heute. Ich sage, wegen Corona können wir nur eine Kammermusikfassung anbieten. So ein großes Orchester können wir heute nicht beschäftigen, ohne Mundschutz, das geht gar nicht. Ich biete Ihnen eine kammermusikalische Besetzung an mit einzelnen Registern, Soloflöte, Gambe, Kontrabass. Und so bekommt dieses Stück einen ganz anderen Charakter, als Sie es vielleicht kennen und erwarten. Es gab den Hinweis von Albert Schweitzer, dass Johann Sebastian Bach natürlich die Dreieinigkeit hier beschreibt, im Präludium und auch in der nachfolgenden Fuge. Dann hieß es, nein, das kann nicht sein, das erinnert an Richard Wagner. Ja, natürlich, umgekehrt. Richard Wagner hat von Beethoven diese Leitmotivtechnik übernommen, die Beethoven wiederum von Bach gelernt hat. Leitmotive sind nichts anderes als rhetorische Figuren, die Bach benutzt hat, um Inhalte, Texte, Worte, Bedeutungen in Musik umzusetzen und zu verlebendigen. So sehen wir eine Reihe von Beethoven, aus Bach schöpfend bis hin zu Wagner. Für mich im Zentrum ist Beethoven. Er hat diese Motivarbeit bis zum Äußersten angestrengt und angespannt, wobei Bach nun auch jeden Ton mit Bewusstsein komponiert und gedacht hat. Das spürt man schon in diesem heiligen Präludium und der heiligen Trippelfuge Es-Dur, beginnend mit einer Flötenregistrierung. Thank you.
nach der trinitarischen, ja auch eschatologischen, jedenfalls heiligen Tonart Es-Dur nur die dramatische, die schicksalhafte Tonart C-Moll, vor der Beethoven Angst hatte. Bach verwendet sie auch, wie alle anderen Tonarten, in seinem wohltemperierten Klavier. Den ersten Teil lernte Beethoven kennen durch seinen geliebten, geehrten Bonner Orgel- und Musiklehrer Christian Gottlob Neefe, den er im Alter von 14 Jahren kennengelernt hat. Durch ihn wurde ihm das damals nur in Spezialistenkreisen bekannte wohltemperierte Klavier von Johann Sebastian Bach vermittelt, wo er in den Präludien und den Fugen die emotionale und die strukturierte Seite der Musik kennenlernt und gelernt hat. Jeder Ton ist wichtig und ich muss mit Motiven und mit Formen arbeiten, wenn ich gut komponieren möchte. Deshalb spiele ich für Sie das zweite Präludium, die zweite Fuge in C-Moll von Johann Sebastian Bach aus dem wohltemperierten Klavier.
Nun endlich Musik von Beethoven selbst. Seine berühmte Schicksalssymphonie entstand 200 Jahre, bevor ich selbst nach Bonn gezogen bin, um dort 5 Jahre zu leben und zu erfahren, warum diese Stadt, Heimatstadt Beethovens so wichtig für sein musikalisches Werk ist. Ich glaube, ich habe ein wenig davon begriffen und versuche Ihnen das zu verdeutlichen mit dem Experiment, seine 5. Symphonie, wenigstens den ersten Satz, auf der Orgel spielen zu wollen. Das ist wirklich eine Anmaßung, denn die Orgel ist ein ganz anderes Instrument als das Orchester, wofür diese Symphonie natürlich gedacht war. Und anders als Bach, der nicht für ein spezielles Instrument so komponiert hat wie Beethoven, hat Beethoven genau für dieses Instrumentarium komponiert, gedacht, geschrieben, gefühlt. Dagegen Melodien von Bach klingen gesungen, auf der Geige gespielt, auf der Flöte, auf der Cembalo, auf der Orgel. Beethoven hat immer für dieses eine Instrument, für das eine Orchester komponiert. Der Versuch, es auf einem anderen Orchester, auf der Orgel zu spielen, scheint sehr experimentell zu sein. Aber ich denke, es ist eine neue Art von Musik dabei entstanden, die Beethoven vielleicht auch erfreut hätte. Aber es ist kein freudiges Stück. Es geht um die Schicksalstonart C-Moll und wie Beethoven sie ausdrückt.
Kommen wir zu Wolfgang Amadeus Mozart. Ihn lernte Beethoven kennen auf seiner ersten Wienreise, kehrte aber möglicherweise etwas enttäuscht zurück nach Bonn, unverrichteter Dinge, wie man heute glaubt. Denn er wollte von ihm lernen, wie man richtig komponiert. Aber er konnte es schon, er hat es bei Bach gelernt. Trotzdem, Mozart bleibt ein genialer Komponist, der für Beethovens Musik durchaus prägend gewesen sein mag. Ich spiele für Sie Adagio, Allegro und Adagio aus dem Jahr 1790. In dieser Zeit begann Mozart sich mit dem eigenen Sterben, dem Tod, stärker auseinanderzusetzen. Das merkt man dieser Musik an. Sie ist ernsthafter und weniger verspielt als vieles andere vorher. Man hört diese sehr elegische, larmoyante, klagende Tonart F-Moll und im starken Kontrast dagegen das strahlende, das fanfarenartig jubilierende, fröhliche F-Dur. Dann wieder fällt es zurück in das traurige F-Moll.
Ludwig van Beethoven war nicht nur Komponist, sondern zunächst auch Pianist, bis er durch seine Taubheit sich immer mehr auf das Komponieren verlegte. Je weniger er hörte, desto wichtiger war das innere Gehör, das ihm zum Komponieren verholfen hat. Als er 25 Jahre alt war und bei Josef Haydn bei seinem zweiten und andauernden Wien-Besuch geblieben war, da hat er die erste Klaviersonate in F-Moll komponiert. Diese F-Moll ist ganz anders als bei Mozart. Es bäumt sich auf gegen diese Larmoyanz. Es ist nicht nur traurig, sondern auch dramatisch. Es ist aufbäumend, auflehnend, jugendlich in seiner aufstrebenden Motivik. Diese Klaviersonate F-Moll, die erste von Beethoven, kann man auch auf der Orgel versuchen. Das habe ich getan. Hören Sie das Ergebnis dieses Versuchs, Klaviermusik auf der Orgel zu spielen. Es wird dadurch ganz andere Musik, denn, wie ich schon erzählt habe, Beethoven hat immer für dieses eine Instrument komponiert. Wenn man das übertragt auf ein anderes, wird die Musik auch anders.
Schon Joseph Haydn und auch Wolfgang Amadeus Mozart haben für die Flötenuhr komponiert. Das waren mechanische Orgelwerke mit Pfeifen, ja, aber ohne Organist. Stattdessen mit einer Walze, die das Instrument zum Laufen gebracht hat. So auch Beethoven. Seine Orgelstücke sind nicht für eine Kirchenorgel, sondern für eine Flötenuhr komponiert worden. Und dann auch noch ein Auftragswerk gegen Geld. Daher erklärt sich natürlich auch, dass er vielleicht etwas weniger Liebe in diese Komposition gelegt hat. Trotzdem für uns schöne Musik, nicht so starke Musik wie seine Symphonien oder Klavierwerke, leider, aber die einzige Orgelmusik, die wir von Beethoven haben. Hören Sie das Adagio für die Flötenuhr von Ludwig van Beethoven.
Nochmal zurück zu Johann Sebastian Bach. Seine berühmte epidemische, pandemische Toccata D-Moll oder Dorisch, könnte man sie auch nennen, zeigt nochmal die Qualität der Tonart, die Sparta, Machtmissbrauch, Absolutismus, Napoleon in seiner Hybris, alles, was Beethoven störte, ausdrückt. Diese berühmte Toccata spiele ich für Sie heute in diesem Beethoven-Konzert als Vorbereitung für die letzte Schlussimprovisation. Zum allerletzten Schluss. Wenn doch Beethoven in Bonn geblieben wäre, hätte er doch für Orgel komponiert, dann wäre bestimmt etwas Bedeutendes, Schönes, Wertvolles dabei entstanden. Leider war das nicht der Fall. Ich versuche es trotzdem zu reproduzieren, was nicht war, durch eine Improvisation, die schon nah an eine Komposition heranreicht, aber natürlich nicht in der Qualität von Beethoven, aber vielleicht in der Stilistik annähernd. Denn Beethoven war Wegbereiter der Romantik, das möchte ich hier auch zeigen. Beethoven hat die Motivarbeit von Bach übernommen, das möchte ich auch zeigen. Beethoven hat die Form auf den Punkt gebracht, auch das versuche ich, mit einem Stück über Freude schöner Götterfunken. Dieses Thema aus der 9. Symphonie von Beethoven verarbeite ich in einer langsamen Einleitung in D-Moll, die noch traurig ist, bis hin zur freudigen Bearbeitung in D-Dur, ein Allegro, die dann sehr lebendig, lustig, fröhlich sein soll. Begeisternd, mitreißend, wie eben die Tonart D-Dur, die Beethoven auch in seiner grandiosen 9. Symphonie benutzt hat. Viel Spaß und viel Freude und gutes Zuhören wünsche ich Ihnen allen.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war ein fulminantes Konzert im Beethoven-Jahr. Und wir sind glücklich als Kirchengemeinde, als Presbyterium, ich als Pfarrer, dass wir Sie, lieber Herr Professor Daux, zu Gast hatten. Ich danke ganz, ganz herzlich für das, was Sie hier uns geboten haben. Ich danke unserer Kantorin Barbara Dünne, die Sie ja eingeladen hat und zu uns gezogen hat. Ich danke denen, die die Technik ermöglicht haben, Martin Bremm für die Akustik, auch für die Übertragung, Herrn Maximilian Ehlers, unserer Küsterin Ingeborg Handel. Lieber Herr Laux, Sie werden entlassen, ein Blümchen haben Sie schon in der Hand, aber auch, wenn man das vielleicht sehen kann in der Kamera, von zwei Flaschen Wein, nicht irgendwelchen Wein, sondern über die Jahre der Finanzierung dieser großartigen Winterhalter-Orgel haben wir Orgelwein geschaffen, mit extra Etikettierung, hervorragendes Tröpfchen. Das wird Sie immer daran erinnern, dass wir hier Sie haben durften. Aber auch Sie daheim, wenn Sie uns unterstützen möchten, mit einer Orgelpfeifenpatenschaft oder einem Kauf dieser Flasche, dann tun Sie ein gutes Werk. Herr Laux, mögen Sie noch einen Gruß zum Schluss sagen, Sie Begnadeter? Ich bin hier, Sie müssen dann zu uns kommen. Ja, wirklich begnadet durch die Gelegenheit, hier an dieser wunderschönen Winterhalter-Orgel spielen zu dürfen. Und habe mich sehr wohl gefühlt hier als Gast dieser Kirchengemeinde. Ich danke sehr herzlich für die Einladung und ich hoffe, Sie werden mit der Musik von Bach, Mozart und Beethoven noch viel Freude haben. Herzlichen Dank. Wie verrückt das alles ist. Ja, verrückt. Aber schön. Und die Flasche nicht vergessen. Wir werden es ja wissen. Ja, genau. Ich habe ja schon Jokes gemacht.